Leichtfüßig schwebt Michael Merz gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin über das Parkett. Mit 10 Jahren hat Michael mit dem Turniertanzen begonnen. Heute ist er 16 Jahre alt und bereits ein sehr erfolgreicher und vor allem leidenschaftlicher Standardtänzer. Es ist, dass du, wenn du auf der Fläche stehst, dass du mit der Musik gemeinsam deine Gefühle ausleben kannst, mit deiner Partnerin gemeinsam. Und dass ihr das, dass man das im Paar so zusammen tanzt, dass es, man tanzt quasi für den Partner, dass er auch Spaß hat. Und wenn beide füreinander tanzen, dann funktioniert es erst. Und dann macht es auch Spaß. Immer an Michaels Seite seine Tanzpartnerin, die ebenfalls 16-jährige Annika Hirschmann. Zusammen haben sie bereits die deutsche Meisterschaft gewonnen. Außerdem haben sie sich für die vergangene Weltmeisterschaft qualifiziert. Wir tanzen seit 2 Jahren zusammen. Es hat angefangen, dass mich der Mut verlassen hat zum Tanzen und ich aufhören wollte. Aber dann ist sie gekommen und hat mich ermuntert, komm, wir tanzen miteinander. Ich bin da, du bist da. Hat auch geklappt. Das sieht man an unseren Erfolgen, dass es sehr gut funktioniert. Das Tanzpaar hat noch einiges vor. Auf der diesjährigen Deutschen Meisterschaft wollen sie ihren Titel verteidigen. Ein weiteres Ziel ist die erneute Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft. Dafür trainieren sie 3 bis 4 Mal pro Woche für bis zu 3 Stunden. Doch auch mehrtägige Trainingscamps bereiten sie auf die Turniere vor. Sich auf einen Lieblingstanz festzulegen, fällt Michael schwer. Es kommt immer auf die Musik drauf an, aber ich denke, die beste Musik, die hat der Wiener Walzer. Und wenn da mal gute Musik ist, dann macht das sehr viel Spaß.